Ich muss ja mal sagen, das Studio ist ja relativ klein hier. Da haben wir ja keinen Platz für meine Kiste Bier. Nee, also, so richtig groß ist es nicht. So, also, was ist Regie? Sind wir soweit? Können wir gleich loslegen, ja? Doch, drei Sekunden, ja. Moment, Augenblick mal. Da haben wir einen Kölsch. Ja, gut, dann eigentlich würde ich sagen, ne? Lass die Party beginnen. Let the party rock. Herzlich willkommen zur neuen Rätselshow Jans Quickies mit mir, dem Jan Putz. Die meisten kennen mich sicherlich noch aus der lustigen Hobbytheke. Ja, nachdem ich bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstaltern gerade mal soeben mit meiner Gage von der lustigen Hobbytheke die Rate für mein kleines Häuschen und den monatlichen Bierverbrauch bezahlen kann, muss ich dieses Angebot hier von diesem privaten Gedöns annehmen, ach, jetzt habe ich den Namen vergessen, wie hieß der Sender noch gleich, macht nichts, kommen wir zum eigentlichen Ratespiel. Die Zeit drängt, denn wir sind nur der Lückenfüller zwischen zwei Lieder und haben maximal 3 Minuten Zeit für unser Ratespiel. Also, los jede. Hier von mir auf dem Tisch sehen Sie 3 Gegenstände. Und jetzt ist es an Ihnen, mir zu sagen, welchen Begriff wir suchen. Es handelt sich um etwas aus der Technik. So, also, da hätten wir einen kleinen Kochtopf, so weiß nicht, 12 cm groß. Daneben noch ein Hühnerei, der Klasse A natürlich. Das ist natürlich aus der Batterie in Holland. Und des Weiteren habe ich hier noch einen frischen Jonagold vom Bauern nebenan, frisch gepflückt vor mir liegen. Also, ich gebe Ihnen jetzt einen kleinen Tipp. Einen Apfelkuchen suchen wir nicht. Ha, das könnten wir denn in der kurzen Zeit auch ja nicht backen. Das wäre ja nicht möglich. So, was suchen wir? Ab jetzt gebe ich 10 Sekunden Zeit zum Raten. Dann muss es gelöst sein. Und die Uhr läuft. So, die Zeit ist um. Konnten Sie den Gegenstand erraten? Na, was haben wir denn gesucht? Wissen Sie, ja? Ha, ist doch klar. Ein Apple iPod. Haha, ist das nicht lustig? Ich denke nein. In diesem Sinne, Ihnen noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal mit Ihrem Jan Putz. So, und jetzt Prost erstmal.